Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild. Wir sind im DLC wie immer noch dabei und ja, ich habe es offscreen jetzt durchgezogen. Wir sind jetzt offiziell Champ der Pokémon Liga. Ich habe soweit mein Team auch beibehalten. Also ich werde jetzt nicht irgendwie, habe groß nichts geändert. So sieht das aktuelle Team aus. Klar, ein bisschen paar Level eingestiegen, weil wir halt, wie gesagt, das Champion gespielt haben. Wir haben Nidalos gefangen und. Jetzt können wir tatsächlich versuchen, Koronospa zu fangen. Los geht's. Weil das jetzt funktioniert. So, kurz beim Speichern noch schnell. Und los geht's. Oh, Nospa, Koronos. Möchtest du dich kampfbereit machen, um Koronospa zu fangen? Jo. Oh, los geht's. Wir versuchen es heute fangen zu können. Die Frage ist, müssen wir es erst besiegen oder können wir es direkt instant fangen? Ja, ich habe einen Knackrack vorne dabei. Die Frage ist, wie weiter. Was für ein Typ ist Koronospa? Okay, das Viech ist Level 80. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht wirklich gerechnet. Okay, scheint wohl Psycho irgendwas zu sein. Na gut, Gigasauger. Der Gigasauger sollte teilweise normal effektiv sein. Die Frage ist, warte mal, ob ich das hinkriege mit dem Hyperball. Weil ich habe ja noch zur Not den Meisterball. Na gut, okay. Ich versuche das Viecher natürlich jetzt zu fangen. Ich versuche den Meisterball noch nicht einzusetzen. Ich werde jetzt erstmal versuchen mit dem Hyperball. Gigasauger, ich bin dabei. Ah, Level 80 ist nicht ohne, definitiv nicht. Ich habe auch kaum weitere Pokémon gefangen. Das ist bei. Ach, wie soll ich den jetzt Meister? Aber egal, who cares. Hier, rein damit. Komm jetzt. 1, 2. Ja gut, das wird hier nicht ausbrechen können. Ich hoffe, dass die anderen Legis nicht so stark werden. Deswegen haben wir es jetzt mit Koronospa Level 80 eingefangen. Ich werde dafür Natara wahrscheinlich aus dem Team nehmen. So, was hast du? Psychogeist bist du, okay? Nein. So, raus mit leider mit Natara. Menschenkind. Nein, lass mich bei deinem richtigen Namen nennen. Yoshi. Zu spät von meiner Freundin. Nur so nebenbei. Ich blicke unserer gemeinsamen Zeit mit Freude entgegen. Hallo, bist du der Ars-Expeditionsleiter? Hier spricht Pioni. Mir ist gerade ein total abgefahrener Traum eingefallen, den ich letztens hatte. Ich war in so einem seltsamen Tempel und dieses Pokémon mit dem Riesenschild war auch da. Und er hat auch noch angefangen zu sprechen. Du kamst übrigens auch in den Traum vor. Das ist wieder surreal. Echt gruselig. Jedenfalls habe ich mir Sorgen um dich gemacht. Ich dachte, ich rufe mal an. Bei dir ist alles in Ordnung, ja? Du steckst nicht in irgendwelchen Schwierigkeiten oder so. Alles gut. Puh, da fällt mir aber anscheinend vom Herzen. Hab mir wohl umsonst Sorgen gemacht, hä? Hier im Pioni-Expeditionsraum geht die Sicherheit der Mitglieder schließlich über alles. Im Sinne, komm her gesund und in einem Stück wieder zurück. Hörst du? Jeder weiß, die Expedition endet erst dann, wenn man wieder an einer Basis stehen kann. Haha. So, weiterer Stand in der Legende 1. Die neuen Züge des Bundeshauptmanns König, der erreichen endet, um sich wieder seinem treuen Ross zu verbinden und ein neues Vertrauen zu den Menschen zu fassen. Zum Dank dafür, dass ich ihm bei der Rückgewinnung seiner Stärke geholfen habe, will es mich ab jetzt auf seinen Abenteuern begleiten. So, wir sollten jetzt Pioni den aktuellen Stand mitteilen. Das machen wir auch jetzt. Mal gucken, was er dazu sagt. Ja, Expeditionsleiter, na, wir gehen der Erkundung voran.
Ah, oh, Momentchen, ich glaube, ich habe hier genau das Richtige für dich. Super, ja, den nächsten Meisterball. Soweit ich weiß, ist dieses Teil das Meisterwerk schlechthin unter den Pokémon. Willst Pokémon leben nutzt, bitte überlassen. Da will ich mich nicht einmischen. Ich habe ihn vor Jahren mal an einem Bekannten geschickt bekommen. Irgendwie war ich nie in der Stimmung, ihn auch zu benutzen. Warte mal. Coronaspa. Was hast du da? Du hast das legendäre Pokémon Coronaspa gefangen. Super, nice. Los, ich will deinen Bericht hören. Der Kopf ist ja gigantisch. Ist das etwa der König der rechten Erde? Der große Obermacker? Seltsam. Wie kommt es so vor, als würde ich das Kästchen nicht zum ersten Mal sehen? Naja, jedenfalls wirkt es ziemlich eindrucksvoll, wie es so majestätisch auf diesem Pokémon reitet. Und sein gewaltiger Schädel hat in der Tat etwas von der Krone. Wenn es kein schändlicher König ist, dann weiß ich auch nicht. Und diese Expedition, die kannst du als Erfolg verbuchen. Damit hast du mir alles vom König der reichen Ernte aus der Legende Sitz 1 berichtet. Nice, dafür mag ich die Expedition gleichmals erledigt. Check, die haben wir erledigt. Gibt es sonst noch irgendwelche Legenden, von denen du berichten willst? Giganten, genau. Regeis. Was sagst du da? Das ist das legendäre Pokémon Regeis gefangen. Super nice, ich will deinen Bericht hören. Dieses steif gefrorene Etwas soll also Regeis sein. Der Eisgigant. Das ist etwas von einem übergroßen Kronleuchter. Das möchte ich dir gerne mal wieder vorführen. Aber sieht sich nur einer dieser kräftigen Arme an. Du lässt mir gleich den Rücken runter. Hey, jedenfalls ist er durch das Eis gegangen. Diese Expedition kannst du auch als Erfolg verbuchen. Gibt es sonst noch irgendwelche Legenden, von denen du mir berichten willst? Okay, da können wir nicht weitermachen. Vogel-Pokémon? Ah, sieht nicht so aus, als hättest du mir was Neues zu berichten. Warte mal, ich hole mir gerade den Expeditionstipp. Ah, hier. Die Legende der Vogel-Pokémon verstehe. Welches davon macht er denn zu schaffen? Das Lieder. Ach, das ideale Vogel-Pokémon. Das ist eine Schronenschlange, die Luft segelt, hm? Rückt man ihm auf die Pelle, stellt es Kopien von sich, um Verfolger zu verwirren und die Flucht zu ergreifen, nicht wahr? Also auf der Hut, fall ich auf seine Tricks rein. Wenn es jemand schafft, dann du. So, welches haben wir denn noch als nächstes? Okay. Nur Arctos weiterhin, ne? Achso, hier. Legende der Vogel-Pokémon. Ah, das räumliche Vogel-Pokémon also. Das durch den dazuzunehmen diesem. Leute, die zu Gesicht bekommen haben, soll es ja unfassbar schnell sein. Aber egal, wie flink es auch sein mag, es ist ein legendäres Vogel-Pokémon. Es ist ja nicht ein Pokémon. Und wann wird ihm sicher auch dann die Puste ausgehen? Du musst einfach nur den längeren Atem haben. So, was haben wir denn noch für dich? Dann hören wir uns den letzten Mal an. Den schwarzen, also Lavados. Ah, der schwarze Vogel-Pokémon also. Das auf der Rücksichtsinsel herumflattert, hm? Sieht so hoch am Himmel, dass es tatsächlich wenig bringen würde, ihm einfach nachzurennen. Versuchte meinem Schritt voraus zu sein und ihm dadurch einen Mordschreck einzujagen. Wenn du ihm aus heiterem Himmel vor den Schnabel runterhast, stellst du vor lauter Wut vielleicht zu dir herab. So, dann fehlt es eigentlich noch. Das Gigantenduo. Also, dazu muss ich erstmal die richtigen Ruinen finden. So einfach nach dem Gebäude, das ich in der Notiz skizziert habe. Okay, dann haben wir das auch. Gut, dann wissen wir das. Dann wissen wir zumindest, was für eine Sache ist. So, mal gucken, wird jetzt der Bürgermeister noch so. Ich weiß nicht. Mein Knacker läuft mir hinterher. Mal gucken, ob ich das. Warte mal, habe ich den Bürgermeister hier schon irgendwie was? Ja, du bist für mich gerade uninteressant. Ah, hier oben ist er. Oho, wir laufen eine Legende an Abenteuer. Oh, ja, weil das so nicht schon drin. Was hättest du sagen? Okay. Hier noch ein Item. Aha, Pokéball.
Habe ich hier noch irgendwas Interessantes jetzt? Wir könnten uns ja mal irgendwie so langsam aufmachen in Richtung Naturzone. Vielleicht das Ark. Versuch mal das Lavados zu fangen. Das Zapdos zu fangen. Aber eigentlich müsste man doch hier. Hier ist noch ein Item. Eine Schlaubrille. Eine Grauswurzel. Aber eigentlich gibt es hier tatsächlich auch so was Ähnliches wie dieses Tick-Da-Event aus dem ersten Teil. Das versuche ich jetzt gerade irgendwie mal auszulösen oder mal was aufzuspüren, um mich das mal zu zeigen. Was ist ein Item? Eine Kraftwurzel. Aber eine Großwurzel. Scheinbar lässt sich das gerade nicht. Da ist ein Item. Da. Oh, ne, Pimpomogem. Scheinbar lässt sich das nicht so tief sein, wie ich das möchte. Oh, Moment. Hier haben wir doch irgendwo das Item gehabt. Kraftwurzel. Ja, wir haben jetzt Coronospa. Quasi das Cover-Pokémon von der Schneelande der Krone. Sind das hier nur Events, die wir nicht wirklich lösen können? Ich meine, das wäre ja auch denkbar. Ich quatsch mal gerade die Leute hier an. Scheinbar muss ich dem nochmal auf die Spuren gehen. Weil eigentlich sollten hier Spuren im Schnee sein. Also allgemein so Spuren sein. Aber das scheinbar möchte es nicht. Rissige Kanne. Okay, hab die riesige. Ach, guck mal da. Ein Aranestro. Ja, Aranestro. Ein Wasserkäfer-Pokémon. Das haben wir. Mit Level 65. Ich will keinen Meisterball jetzt einfach natürlich einsetzen, das ist klar. So, versuchen wir, was ich hinkriege. Dann gehen wir mal auf Knirscher. Ich will dieses Aranestro nicht gerne einfangen. Spiegelcape. Bringt das nichts. Gut, aber ja, ist klar. Ich habe so gut wie auch keine Energie mehr gehabt. Ja, egal, wir machen danach immer Feierabend.
Wie gesagt, dann auf die Suche nach Zapdos gehen. In der nächsten Folge. Naja. Scheinbar willst du das nicht. Mal her hier. Ach, weg mich doch egal. War du los. Vergiss es. Komm, egal. So. Gut. Warte mal, was war denn da unten jetzt gerade als Meldung? Geh eine Legende auf die Grund, von ihnen. Ach, ich war okay. Jetzt soll ich weitere Legenden auf den Grund gehen. Das heißt, wir machen uns definitiv jetzt mal auf die. Auf in die Naturzone. Irgendwo muss da nämlich. Engine City. Warte mal, die Frage ist, ich gehe mal hier runter. Kann ich hier runter gehen? Ne, ich gehe mal Brückental, komm. Weil dann habe ich zumindest mal alle Pokémon, habe ich mal die Mitte und kann dann in Ruhe suchen gehen. Das machen wir dann aber nicht diese Folge. Das würde ich sagen, machen wir dann entspannt in der nächsten Folge bei Let's Play Pokémon Schild. Weil wir ja noch ein bisschen was zu tun haben. Also es wird der, es wird das Rigidu. Es wird Arktos Lavados Zapdos, das weiß ich. Das werden wir dem, wenn wir versuchen, mit ein bisschen Glück hier mit Zapdos in dieser nächsten Folge auf den Grund zu gehen. Bis dahin und auf Wiedersehen. Ciao.